Heute die schlauesten Charaktere aus Naruto. Viel Spaß! Yo Bros, Meliodas wieder am Start. Nach Power und Schnelligkeit muss auch mal was mit Grips dazu kommen. Daher heute das Smart Level Ranking, will ich das mal nennen. Kommen wir mal zu meiner Liste der schlauesten Naruto Charaktere. Wie gesagt, es handelt sich hierbei um meine Liste. Wenn euch jemand fehlt, schreibt es mal unbedingt in die Kommentare. Es kann nämlich gut sein, dass ich jemanden komplett unterschätze oder sogar vergessen habe. Aber berücksichtigt dabei, dass er mindestens so schlau wie einer in der Liste vorkommenden Person sein muss. Starten wir die Liste mit Kakashi. Er ist einer der klügsten Köpfe Naruto. Er schloss die Akademie als Jüngster ab, hat sogar sein eigenes Jutsu erfunden. Er analysiert seine Kontrahenten ziemlich gut und schnell, sodass er sich auch im Kampf zügig anpassen kann. Seine Erfahrungen, die er in vielen unzähligen Kämpfen gemacht hat, führen auch dazu, dass Kakashi immer ernst genommen werden muss. Auch wenn er vielleicht bedingt durch seine begrenzte Stärke nicht alle Taktiken so umsetzen kann, wie er es gerne würde, kann man deutlich festhalten, dass Kakashi überdurchschnittlich klug ist. Das hat man auch ganz gut im Kampf gegen Kakuzu gesehen, der zur damaligen Zeit 91 Jahre alt war und eigentlich viel mehr Erfahrung hatte als Kakashi, da er zudem gegen Hashirama gekämpft hat. Auch gut sah man, dass er schnell Fähigkeiten analysieren kann, als er gegen Pain kämpfte und schnell verstand, wie zwei der Pains funktionierten. Als Nicht-Uchiha muss man sagen, dass er das Beste aus dem Kamui geholt hat, denn er benutzt es immer in den richtigen Momenten und mit Taktik. Ganz klar zu sehen im Kampf gegen Obito, wo er Naruto komplett in die andere Dimension teleportiert, sodass er Obito die Maske vom Kopf rasengieren konnte. Ja, rasengieren. Ihr habt richtig gehört, dieses Wort habe ich einfach mal so spontan erfunden. Das bedeutet jetzt einfach mal, wenn man jemanden mit einem Rasengan rasiert, dann rasengiert man ihn. Machen wir weiter mit dem nächsten grauhaarigen Shinobi, Tobirama Senju. Ohne ihn wären viele der Big Shots der Naruto-Welt niemals so krass geworden, wie sie heute sind. Er ist nämlich unter anderem der Erfinder des Edo-Tenseis, des Hiraishi no Jutsu und der Schattendoppelgänger. Ein Genie, der Typ. Und wenn sich der eine oder andere jetzt denkt, hä, so krass ist das doch gar nicht, doch ist es. Er hat nämlich was komplett Neues erfunden, was es nirgendwo zuvor gab. Ich gebe euch mal ein Beispiel, damit ihr versteht, wie schwer sowas sein kann. Ihr denkt jetzt also, so kreativ zu sein ist nicht schwer? Dann stellt euch mal eine neue Farbe vor, die es noch nicht gibt. Und jetzt solltet ihr ungefähr verstehen, wie schwer sowas einfach ist. Außerdem war er ein Taktiker durch und durch. Er konnte damals einfach auf so viele Jutsus zurückgreifen, die niemand anderes kannte, geschweige denn konnte, weil er sie erfunden hat und das halt ganz neue Jutsus waren. Politisch auch ein sehr kluger und weiser Mann, so führte seine Führung von Konoha zu vielen Verbesserungen. Jedoch hat er einen Fehler gemacht, nämlich die Uchiha so zu diskreditieren, obwohl er eigentlich auch bestimmte Uchihas sehr mochte, wie zum Beispiel Kagami, den Vorfahren von Shisui. By the way, schade, dass nicht mehr über Kagami Uchiha bekannt geworden ist. Er war nämlich auch ein Schüler von Tobirama, genau wie Danzo und Hiruzen. Wie dem auch sei, Freunde, Tobirama war ein wirklich kluger Kopf. Machen wir mal mit Obito weiter. Obito nutzte so viele Leute für seine Pläne aus und malte sich einen Masterplan aus, um Rache an der Welt zu nehmen. Dank seinem Kamui konnte er, weil einfach kaum jemand dieses Jutsu verstanden hat, sich als Madara ausgeben und jeder hat es geglaubt, weil er so overpowered daherkam und als unantastbar galt. Dank dem Kamui konnte er auch viele Dinge simultan ausführen und unbemerkt Pläne im Hintergrund schmieden. Trotzdem kam auch er an seine Grenzen, so konnte er zum Beispiel kein Edo-Tensei und dafür gab es dann ihn. Kommen wir damit zu Kabuto. Er nahm Kakashi sowas von auseinander und wurde von Orochimaru höchstpersönlich ausgebildet. Am Ende von Shippuden hat er sogar Orochimaru übertroffen. Er hat herausgefunden, wie er den Eremitenmodus perfektionieren kann und konnte sich damit einen 2 vs 1 gegen Itachi und Sasuke stellen. In dem Kampf entwickelte er schnell neue Strategien, um gegen das Sharingan anzukommen. Dazu war er im Krieg einer der leitenden Köpfe, da er das Edo Tensei perfektionierte und somit viel zum Krieg beigetragen hat. Auf dem nächsten Platz ist Orochimaru. Zu Beginn noch ein wirklich ekliger Gegner, wird er später einer der wichtigsten Verbündeten. Der Typ kennt einfach so viele Geheimnisse. So konnte er die 4 Hokage, die eigentlich für immer verloren waren, befreien, indem er mit der Shinigami-Maske, welche im Uzumaki-Schrein versteckt war, alle 4 aus dem Magen des Shinigamis befreite und dann per Edo Tensei beschworen hat. Eine Sache, die nicht einmal Kabuto gelang, der das Edo-Tensei perfektioniert hat. Und das auch nur dank einer der wichtigsten Merkmale von Orochimaru, seiner speziellen Unsterblichkeit. Speziell, weil man halt wirklich nicht genau weiß, wie es funktioniert. Scheint aber dank seinen Fluchmalen zu funktionieren, wie es funktioniert. Solange es irgendwo eins noch geben sollte, also ein Fluchmal,
wird es Orochimaru auch immer geben. Ich meine, zeig mir mal jemanden, der einen verschissenen Totsuka-Schnitt von Itachi überlebt. Das Schwert ist eigentlich safe der Tod. Nicht einmal Nagato mit dem Rinnegan konnte was dagegen tun. Das Teil versiegelt immerhin die Seelen. Orochimaru hat einfach so viele Labore und sich über die Jahrzehnte so verdammt viel Geheimnisse und Jutsus angeeignet, so viele Taktiken, wie zum Beispiel den vierten Kasekage töten, sodass Konoha und Suna Krieg führen. Er ist ein Genie und erhielt sogar Lob vom Gott der Shinobi höchstpersönlich. Auf dem nächsten Platz befinden sich direkt zwei Charaktere. Einmal der gute Madara. Er war derjenige, der Obito ausnutzte und zu dem machte, der er später geworden ist. Er plante seine eigene Wiederbelebung und die Übernahme der Kraft des Zehnschwänzigen. Seine analytischen Fertigkeiten sind auf höchstem Niveau, so macht ihn kaum einer was im Kampf vor. Er analysiert die Stärken und Schwächen seiner Gegner durch reines Austesten. So fand er im Kampf gegen Naruto und Sasuke schnell die Schwächen von Sasukes Rinnegan heraus. Nichtsdestotrotz gab er Sasuke dicke Props und hätte sich eher ihn als Obito an seiner Stelle gewünscht. Sasuke ist wirklich ein Genius-Level-Charakter. Er analysiert Kämpfe mindestens genauso schnell wie Madara und ist in allen Aspekten mindestens genauso gut wie er. Nicht umsonst gilt er als Shadow Hokage und beschützt das Dorf vom Dunklen aus. Ohne ihn wäre Konoha in großen Schwierigkeiten. Es ist immer gut, einen Sasuke als taktische Unterstützung dabei zu haben. Auf dem nächsten Platz befindet sich Zetsu, oder Zetsu, wie man es halt gerne hören will. Ist schon lustig, wie Obito dachte, dass der andere ausnutzt, aber selber von Madara ausgenutzt wurde. Und noch lustiger, dass Madara dachte, dass er Obito ausnutzt, dabei aber selbst nicht merkt, dass er von Zetsu ausgenutzt wurde. Zetsu plante sein ganzes Leben lang die Wiederkehr seiner Mutter Kaguya. Dazu dachte er sich einen Masterplan aus, änderte die Schrifttafel der Uchiha und manipulierte damit Madara. Er ließ Madara glauben, dass er selbst, also Zetsu, nur ein Produkt seiner Gefühle ist. Zudem ließ er Madara mit der Veränderung der Schrifttafel wirklich daran glauben, dass das ewige Tsukuyomi was Gutes wäre. Letztendlich aktivierte er Madaras Verwandlung in Kaguya und sorgte damit dafür, dass einer der schlimmsten Feinde das Kampffeld betrat. Schon vor Jahrhunderten manipulierte er Indra und sorgte damit für einen Generationenkonflikt der Senjus und der Uchihas. Stellt euch nämlich mal vor, ihr müsstet euch so einen Plan ausdenken. Alle Bijus wieder vereinigen, die wiederum in Menschen versiegelt und somit mega schwer zu besiegen sind. Dazu braucht es mega viel Kraft, die Zetsu nun mal nicht hatte. Also war Taktik vonnöten. Trotzdem muss man wirklich sagen, er hatte sehr viel Zeit dafür. Ich finde, Zetsu ist immer noch gerissen, aber hätten die nächsten zwei Charaktere so viel Zeit gehabt, wäre wahrscheinlich viel, viel Schlimmeres passiert. Die Rede ist von Shikaku und Shikamaru. Shikaku, der Vater von Shikamaru, war der Hauptstratege im großen Ninja-Krieg und sorgte damit auch für den Sieg der Nation. Auf demselben Level befindet sich sein Sohn Shikamaru. Sein IQ beträgt sage und schreibe 200. Das ist extrem hoch. Trotzdem darf man IQ, also Intelligenz, nicht sofort mit Schlauheit gleichsetzen. Ich meine, Einstein hatte auch nicht den höchst gemessenen IQ der Welt mit 160 bis 180, sondern ganz andere Leute lagen weit über Einstein. Trotzdem erfand er die Formel, die für die Atombombe verantwortlich war. Genauso Bill Gates oder andere Leute, deren IQ nicht ansatzweise an die 200 kommen, haben solche Dinge wie das Internet und so weiter erfunden. Intelligenz ist nichts anderes als das Potenzial, die die Person hat, Neues zu erlernen und zu vernetzen. Bei der Schlauheit mischen sich aber noch so Sachen wie Erfahrung, Wissen und ähnliches dazu. Daher ist es ganz wichtig, pure Intelligenz und Schlausein zu differenzieren. Nichtsdestotrotz ist Shikamaru ein Mastermind und kommt binnen Sekunden auf einen Plan, seine Gegner niederzustrecken. Auch wenn ihm manchmal die Mittel dazu fehlen, den Plan selbstständig auszuführen. Aber wozu hat man gute Freunde? Ich denke, mittlerweile ist Shikamaru über Shikakus Level hinausgegangen, da er bis zur Boruto-Timeline mittlerweile sehr viel dazugelernt haben müsste. Und ihn der große Krieg im jugendlichen Alter wahrscheinlich sehr geprägt hat. Kommen wir jetzt zum ersten Platz, den sich auch zwei Leute teilen. Minato Namikaze und Itachi Uchiha. Diese zwei Oberficker dominieren die Liste des heutigen Tages. Okay, Freunde. Ich kann's verstehen. Einige von euch wollten unbedingt Shikamaru ganz oben sehen. Das kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Aber jetzt die Gründe, warum diese zwei einfach die Besten sind. Beziehungsweise die Schlauesten sind für mich. In der Geschichte der Konoha Akademie sind es die beiden, die immer noch den Rekord halten. Was meint ihr, wer den höheren hatte? Minato oder Itachi? Ratet mal schnell. 5... 4, 3, 2, 1. Minato ist Rekordhalter und Itachi ist der Zweitplatzierte. Zudem erfand Minato das Rasengan, fehlte nur es mit einem Element zu kombinieren. Er perfektionierte dann das Hiraishi no Jutsu und konnte somit Teleportationsjutsus auf einem komplett neuen Level nutzen. Nennt mir mal einen Charakter, der es mit Obito Uchiha aufnehmen konnte, ohne ihn jemals vorher gesehen zu haben. Kakashi und Co. hatten keine Chance. Nur dank dem Kamui, welches Kakashi selber hatte, verstand er ungefähr, wie dieses Jutsu funktioniert und konnte mit den anderen einen Plan gegen Obito entwickeln. Das war also nur reines Glück. Konan
Conan verstand das Jutsu einigermaßen, aber das auch nur durch längere Beobachtung von Obito, wurde dann aber auch besiegt, obwohl sie Jahre mit der Vorbereitung des Plans zu tun hatte. Niemand, aber auch wirklich niemand verstand das Jutsu dieses Mannes. Jeder hielt es für etwas Übernatürliches. Bis dann Minato kam und ihn auseinandernahm. Binnen weniger Sekunden verstand er das Jutsu, entwickelte einen Plan, nahm es zudem noch mit dem Kyuubi auf, musste seine Frau und seinen neugeborenen Sohn beschützen und letztendlich nahm er Obito trotzdem noch auseinander, Freunde. Und ihr wisst, wie schwer es ist, sich auf einen Kampf zu konzentrieren, wenn man geliebte Personen schützen muss und dabei noch einen klaren Kopf zu behalten, um Pläne zu schmieden. Also dicken Respekt an Minato für diese analytischen Fertigkeiten und Schlussfolgerungen in solchen Stresssituationen. Ich hoffe, ihr versteht, was ich damit sagen will. Minato ist jetzt nicht extra abgehauen und hat sich einen Plan ausgedacht und ist nach ein paar Tagen wieder zurück, um den Plan auszuführen, wie damals Shikamaru gegen Hidan und Kakuzu. Sondern das alles geschah binnen Sekunden. Liegt aber auch daran, da er Erfahrung, Wissen und Fertigkeiten in einer Person kombiniert. Der Typ ist einfach ultra schlau. Der nächste wäre da Itachi. Verhindert einen Krieg, indem er seine Familie auslöscht. Die Schande auf sich nimmt, jeden Tag mühselig überlebt, trotz Krankheit. Damit der Tag kommt, wo sein kleiner Bruder ihn erledigen kann, um somit die Familienehre wiederherzustellen. Dabei war er jeden Tag bedacht, seinen kleinen Bruder zu schützen. Plant also dessen Schutz, indem er mit dem dritten Hokage Hiruzen spricht, dazu noch Danzo droht, mit dem angeblichen Madara, also Obito, verhandelt. Ich meine, erst nach Itachis Tod durfte Obito endlich Konoha angreifen, weil die zwei ja einen Vertrag hatten und Obito sich dran gehalten hat. Er selbst sagte am Ende, endlich nach dem Tod Itachis kann ich meinen Plan ausführen. Er hat dann noch Sasuke von Orochimarus Fluch mal befreit und. Planung über Planung und das alles für seinen kleinen Bruder, der nie was merkte, bis es zu spät war. Dazu kommt noch, dass er mit Sasuke zusammen Kabuto auseinandernehmen musste. Und jetzt denken vielleicht einige, oh Mann, das war schon eine schwache Leistung der beiden. Die hatten es so schwer zusammen gegen Kabuto. Nein, Freunde. Das Schwere war nicht, Kabuto zu besiegen, sondern ihn lebend zu besiegen. Denn nur so konnte man das Edo-Tensei auflösen. Denn auch wenn der Anwender stirbt, existiert das Edo-Tensei weiter. Man muss es also schaffen, Kabuto dazu zu bringen, es aufzulösen. Dazu kommt, dass er sekundenschnell einen Plan entwickelte gegen Nagato und sein Rinnegan. Und sich nicht zuletzt auch selber aus dem Edo-Tensei befreite. Okay gut, das mit dem sich selbst aus dem Edo-Tensei befreien war eigentlich nur ein blöder Zufall. Der wirkliche Plan lautete nämlich, Naruto das Kotoama Tsukami geben, sodass falls mal der Tag kommen sollte, wo sich Sasuke gegen das Dorf stellt, dieses Auge Sasuke wieder auf den richtigen Weg leitet. Das heißt, das Kotoama Tsukami war darauf programmiert, dass wenn es auf Itachis Auge trifft, es sich aktiviert und diesen manipuliert, pro Konoha zu sein. Aber warum Itachis Auge und nicht Sasukes? Tja, Freunde, der gute Itachi hat natürlich vorausgedacht und war sich sicher, dass sich sein kleiner Bruder nach seinem Tod die Augen von ihm transplantieren würde. Doch alles kam anders. Itachi wurde wiederbelebt, so traf Naruto auf ihn und der Rabe mit dem Kotoama Tsukami traf Itachis Auge und macht ihn pro Konoha. Somit wirkte das Edo-Tensei nicht mehr auf ihn. Alles fast perfekt geplant, aber wer stellt sich schon darauf ein, wiederbelebt zu werden? Naja, im Endeffekt ist doch alles super gelaufen. Zudem stellte er einen Timer im Sharingan ein, falls Obitos Sharingan auf Sasuke treffen sollte, es sofort ein Amaterasu auf ihn setzen würde. Diese ganzen Planungen, diese Schutzmaßnahmen für Sasuke, dieses geopferte Leben, damit verdient sich Itachi ganz klar den Platz als schlauster Naruto-Charakter. Es ist wie Fugaku schon damals sagte, kurz bevor ihn Itachi umgebracht hat. Hab keine Angst, das ist der Weg, den du dir ausgesucht hast. Im Gegensatz zu deinen, wird unser Schmerz schnell vorbei sein. Ich meine, erinnert ihr euch ganz am Anfang von Naruto, wo wir eher auf Sasukes Seite waren und Itachi nichts anderes als ein Feind Konohas war? Und jetzt, dank dem ganzen Hintergrund, dank der Planung Itachis, ist er einer der beliebtesten, wenn nicht der beliebteste Charakter aus Naruto geworden. Ich glaube, so einen Plan auszuführen, sucht seinesgleichen. Ein Plan, der darauf bedacht ist, ein Dorf zu retten und noch wichtiger, seinen kleinen Bruder. Wobei es gleichzeitig bedeutet, sich selbst zu opfern, sein Leben zu opfern, im ständigen Schmerz und Depressionen zu leben und nur auf den Tag zu hoffen, wenn der kleine Bruder, den man immer schützte, einem das Leben nimmt und niemals erfahren soll, wie sehr ihn sein großer Bruder geliebt hat. Ist das ein Plan, Freunde, oder ist das ein Plan? Ist das schlau oder ist das schlau, Freunde. Man kann viel diskutieren, ob Shikamaru schlauer ist oder sonst was. Shikamaru ist wahrscheinlich intelligenter, ja. Aber Itachis Plan ist auf S-Rang-Niveau. Da kann einfach nicht viel mehr kommen. Ich glaube, der Penner hat sogar dieses Video geplant und wusste, dass er auf dem Siegertreppchen landen wird. Yes, Freunde, das war's mit dem Video. Falls ihr Bock habt auf ein Ranking diesbezüglich, aber mit anderen Anime-Welten, dann zeigt es mir mit einer positiven Bewertung oder einem Kommentar. Ich meine, es gibt ja noch andere Charaktere, die noch klüger sein könnten. Nicht wahr? L? Ich bin raus, ich melde mich.